Salü und hallo, hier sind die Graffiti-Kultur-News vom 8. November 2011, präsentiert von CRE-EU, dem Jugendportal der Großregion, heute mit Ina. Mit einem flotten Programm aus Jazz, Musical und Filmmusik hat sich das junge Orchester der Großregion auf seine diesjährige Konzerttournee begeben. Unter dem Motto von Rhapsody in Blue bis Purple Haze und mit populären Werken von Bernstein und Gershwin sowie mit Jimi Hendrix Bearbeitungen und Filmmusik aus James Bond Klassikern richtet sich das internationale Orchester vor allem an ein junges und jung gebliebenes Publikum. Mit dem Schweizer Komponisten und Dirigenten André Belmont konnte das junge Orchester der Großregion einen Künstler gewinnen, der nicht nur als international anerkannter musikalischer Grenzgänger und Genremixer bekannt ist, sondern auch als Pädagoge und Hochschullehrer für die Leitung eines Jugendorchesters geradezu prädestiniert ist. Die Tournee führte die jungen Musiker bereits von Nancy über Luxemburg und Metz nach Lüttich. Das Abschlusskonzert des jungen Orchesters der Großregion findet heute Abend um 19.30 Uhr im stimmungsvollen Ambiente des Weltkulturerbes Völklinger Hütte statt. Das waren die Graffiti-Kultur-News von heute. Das heutige Event und weitere Veranstaltungstipps gibt es auf kr-mit-1-g-und-5-rs.eu auch zum Nachlesen oder besucht uns auf unserer Facebook-Seite. Bis morgen. Ciao, ciao.